Heute haben wir was ganz Besonderes, und zwar eine Kastanie, die im Sommer blüht und nicht groß wird. Das ist ganz seltsam. Es war jetzt die normale Kastanie, die man kennt, die wir auch als Kinder schon gehabt haben zum Basteln. Die Rostkastanie wird ja sehr groß, 25, 30 Meter, und blüht im Frühjahr. Da haben wir dann eine schöne weiße Blüte. Jetzt haben wir hier ein ganz anderes Exemplar. Das ist auch eine Kastanie. Man sieht es eigentlich ganz schön an den gelappten Blättern, das ist auch zur Familie der Kastanien gehört. Und haben hier quasi eine Blüte im Sommer. Es ist Mitte Juli. Viele Sachen haben schon verblüht. Die Bienen gehen dran, also es ist ein optimales Gehölz als Bienennährgehölz oder halt für die Insekten. Und wir haben jetzt hier Mitte Juli eine sehr schöne Kastanienblüte. Hinter mir ist der Strauch. Die Kastanie kommt aus dem südlichen Amerika, südöstlichen Amerika, ist absolut winterhart und somit sehr gut geeignet für den Garten, vor allem weil sie auch nicht sehr groß wird. Die Kastanie wächst strauchartig, es bilden sich also vom Boden aus immer wieder neue Triebe, die aus der Basis herauskommen, und insgesamt wird so eine Kastanie nicht viel größer wie 3-4 Meter. Wenn einem das zu viel ist, kann man die Kastanie problemlos verjüngen oder zurückschneiden, indem man ältere Triebe ganz rausnimmt und die jungen Triebe von unten aus der Basis wieder frisch hochkommen lässt. Da hinten sehen wir also quasi, sind die Blüten schon ein bisschen verblüht, sind nicht mehr so schön wie an dem Exemplar hier, was ich hier mitten rausgeschnitten habe. Das macht aber nichts, an der Blütenrispe, da bilden sich dann jetzt langsam ganz kleine Kastanien, die etwas kleiner sind bei der Rostkastanie. Mir gefällt die Kastanie sehr gut, ist schön winterhart, was für die Insekten, toller Strauch auch für euren Garten. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, euer Gärtner Tobi.